Ladies and Gentlemen, es ist Montag, gleich kommt TAF und wir haben diese Themen für Sie. Das und noch viel mehr gibt's gleich hier bei uns. Bis gleich im Partnerlook. Tja, auf jeden Fall. Auch beim Fußball gab es an diesem Wochenende was Neues. Denn ab sofort dürfen Fußballfans wieder ins Stadion. Und da hat natürlich auch der BVB lange drauf hingefiebert. Ja, am Samstag war es dann endlich soweit. 10.000 Fans durften rein. Natürlich eine Riesenherausforderung in Zeiten einer Pandemie. Ganz viele Vorlagen waren dazu erfüllen. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wird das endlich wieder Normalität? Ja, die werden es auch noch irgendwann verstehen. So, wir machen weiter mit Mallorca. Knapp 19.000 Deutsche leben da ja. Viele haben sich da mühsam eine Existenz aufgebaut im Gastrobereich, so wie zum Beispiel Marion Pfaff alias Krümel. Ja, die hat trotz der Krise den Lockdown eigentlich einigermaßen gut gemeistert. Doch jetzt drohen Neider, ihr das Geschäft kaputt zu machen. Im schlimmsten Fall muss sie nämlich 60.000 Euro zahlen. Ja, überall liegen die Nerven blank. Auch hier in München, wir haben es ja gerade gehört, das größte Volksfest der Welt wurde abgesagt. Aber die gute Nachricht, wir müssen trotzdem nicht auf Dirndl verzichten, denn Trachtenmode ist gerade voll im Trend. Ja, warum es jetzt auch Tattoos für die Lederhose gibt und wo man sich den beliebtesten Oktoberfest-Snack auch ganz bequem nach Hause liefern lassen kann, das haben wir jetzt. Ja, am Wochenende waren nicht nur Wiesen angesagt, sondern die Hochzeitsglocken haben auch geläutet. Schon wieder, welcher Promi jetzt unter der Haube ist und noch mehr Promi-News gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Ja, und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Heute startet hier auf ProSieben die Green 7 Week und da wollen wir zusammen mit Treedom 5000 Bäume pflanzen und Sie können ein Teil dieser ganzen Kampagne werden, nämlich jeden Tag werden Sie hier von 700 Bäumen ein Baumpate und das Besondere bei Treedom ist, dass Sie dann auch da genau tolle Sache. Ja, zusätzlich haben Sie noch die Chance auf 10.000 Euro, entweder für sich selbst oder für einen guten Zweck, das ist Ihnen selbst überlassen. Sie müssen einfach nur eine SMS schicken mit dem Kennwort Baum an 3x4, 3x1, wir drücken natürlich ganz fest die Daumen und gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unser Planet wieder ein bisschen grüner wird. Also ist eine super Sache. Da sind wir zurück bei TAF Live aus München und heute ist Welt-Alzheimer-Tag. Das ist ja eine Krankheit, da haben wir irgendwie alle Angst vor und das ist auch krass. Nach Schätzungen sind 46 Millionen Menschen auf der ganzen Welt an Demenz erkrankt. Ja, auch sie, Kathy aus dem Bundesstaat Colorado, mit gerade mal 50 Jahren leidet sie an Alzheimer. Wie ihre Familie damit umgeht, wir haben sie besucht. Ja, schlimmes Schicksal, aber eine tolle und starke Frau. Wir machen ganz anders weiter, aber wir bleiben noch ein bisschen in den USA. Sie haben wahrscheinlich alle aktuell die Bilder der Waldbrände an der US-Westküste im Kopf. Aber auch unser deutscher Wald ist in Gefahr, denn er trocknet aus. Ja, er ist schon so trocken, dass er selbst zur Gefahr wird. Es ist brandgefährlich. Allein im letzten Jahr ist eine Fläche abgebrannt, so groß wie das Saarland. Das muss man sich mal vorstellen. Wie schlimm es zurzeit ist, habe ich unserem Team gezeigt. Ich habe sie nämlich eingeladen in unseren Wald ins Sauerland. Da schalten wir auf jeden Fall ein. Da bin ich wieder ohne Motorsäge, aber dafür mit einem tollen Gewinnspiel. Denn passend zur Green 7 Week pflanzen wir diese Woche 5000 Bäume zusammen mit Treedom. Und Sie können also, Sie können auf Treedom sogar der Story Ihres Baumes da folgen und die ganzen sozialen Projekte angucken, wo diese Bäume gepflanzt werden. Ja, obendrauf packen wir noch 10.000 Euro, entweder für sich selbst oder für einen guten Zweck. Das können Sie selbst entscheiden und Sie müssen einfach nur eine SMS schicken mit dem Kennwort Baum an 3x4, 3x1, dann können wir zusammen unseren Planeten ein kleines bisschen grüner machen. So, viel Glück. Da sind wir wieder bei TAF. Was machen Promis am Wochenende? Sie hauen sich ordentlich ein auf die Mütze. Genau. Also zumindest beim Sat.1 Promi-Boxen. Ja, wer dagegen wen und vor allem aus welchen absurden Gründen ausgeteilt hat und welcher Prominente her so gar nicht boxen kann, bitteschön. Tja, da sind wir wirklich gespannt. So, das war's schon wieder von uns. Wir sehen uns morgen wieder. Schönes mal im Fernsehen angucken wollen. Heute 20.15 Uhr gibt es Unser Wald brennt. Wirklich toll. Wir sehen uns. Tschüss, bis morgen.